Ein freundliches Hallo an alle Eltern da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge der Weg mit Daddy Super oder Scheibenkleister. In der heutigen Folge möchte ich euch mal das Lieblingsspielzeug von meinem Sohn vorstellen, nämlich den Rocket von Fisch. Ja, liebe Eltern da draußen, auch das hier ist ein krachmachendes Spielzeug. Aber es macht Spaß. Also ich persönlich finde ein paar Funktionen davon besonders cool. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, was das Ding kann. Also dieser kleine Lernspaß-Roboter hat 3 Stufen. Also man kann es ab dem halben Jahr, also 6 Monate benutzen. Stufe 1 ist halt... Zum Spaß haben, genau. Man hat hier verschiedene Funktionen. Das hier kann man außen vor lassen. Ihr habt hier verschiedene Hebel und Knöpfe, die gedrückt werden können. Ihr seht, das Ganze ist für Kinder ziemlich anschaulich. Besonders cool finde ich diese Funktion hier. Man hält den Arm nach hinten. Hallo, der Weg mit Daddy. Hallo, der Weg mit Daddy. Rocket zeichnet die Stimme auf und gibt die mit einem tollen Effekt wieder. Wie gesagt, es gibt 3 Stufen bis zu 36 Monate, also sprich bis zum dritten Lebensjahr. Dann Stufe 3. Lass uns spielen. Juhu! Auf Stufe 3. Das ABC macht so viel Spaß. Also mache es mir nach. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Okay, liebe Eltern, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ja, wie gesagt, es ist ein Lernspielzeug, was mit vielen Lichtern, mit Krach und Bewegung seine Aufmerksamkeit von dem Kind auf sich zieht. Ich blende mal kurz ein, wie mein Sohn das Ganze sieht. Okay, hier ist der Rocket. Jetzt lass uns wackeln. Lass uns drehen. Super. Was würden wir nur ohne dich machen? Ja, das war mein Sohn. Ihr habt gesehen, er hat auch ziemlich viel Spaß mit diesem Rocket. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Mein Sohn hat total viel Spaß damit. Unten in die Beschreibung kommt auf jeden Fall der Link von dem Produkt. Wenn ihr noch auf der einer guten Geschenkidee-Suche seid, solltet ihr hier fündig werden für jedes Kind bis zum dritten Lebensjahr. Ich sag mal, danke fürs Zusehen, denkt ans Abonnieren, bis zur nächsten Folge.